Die Uni Kassel bekommt einen neuen Studiengang, den Studiengang L5 für Förderpädagogik. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Gewinn für die Uni Kassel, aber auch für die ganze Region, weil es diesen Studiengang bisher überhaupt nicht gegeben hat. Und das Berufsbild der Förderschullehrkraft ist ja tatsächlich ein sehr vielfältiges. An der Arbeit als Förderschullehrer gefällt mir besonders gut, dass man schnell und viel Feedback bekommen kann darüber, was man eigentlich genau erreicht. Wenn man bei einem Kind feststellt, dass es dann doch Fortschritte beim Lesen gemacht hat oder dass man vielleicht helfen kann, eine schwierige Situation in der Familie mitzubegleiten, dann merke ich ja, dass ich was bewegt habe. Man muss Kinder gut diagnostizieren, um zu wissen, wo sie eigentlich gerade stehen. Und dann kann man in die Förderung einsteigen und Kinder einzeln oder in der Gruppe fördern. Man kann eine ganze Klasse unterrichten, wenn man das möchte. Und was auch wichtig ist, ist die Beratung. Sowohl von Eltern als auch von Kolleginnen und Kollegen. Manchmal auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und noch ganz vielen anderen Stellen. Und das Ziel ist immer, eine Lösung für das Kind zu finden, das vielleicht gerade in der Schule Schwierigkeiten hat oder in einer schwierigen Situation insgesamt ist. Eine Frage ist ja auch immer, wie die zukünftigen Berufsperspektiven sind. Und Förderschullehrkräfte werden in der Region Kassel, in der Bildungsregion Nordhessen, dringend gebraucht. Und deswegen freuen wir uns als Studienseminar auch eben sehr, dass es jetzt diesen Studiengang bald geben wird und dass wir dann auch bald bei uns in der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung künftige Absolventinnen und Absolventen der Uni Kassel auch begrüßen können. Und wenn euch das alles jetzt Lust auf mehr gemacht hat, dann kommt zu uns an die Uni Kassel und studiert Lehramt für Förderpädagogik mit dem Schwerpunkt Inklusion. Wir freuen uns auf euch!